herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spreewälder. Heute gibt es zwei Dinge. Das erste ist ein sogenannter Lifehack. Früher nannte man das ja Haushaltstrick. Da geht es um eine kleine Feder. Worum es da genau geht, zeige ich euch gleich. Und das andere, was wir heute machen wollen, ist dieses goldene Stäbchen hier. Man nennt es auch Cusi 3 und damit kann man hart löten und das kann man auch mit einem Wickgerät machen. Und genau das probieren wir heute mal aus. Ich bin gespannt, ob ich es irgendwie hinkriege. Die liegen ja schon eine ganze Weile bei mir rum, wer so meine Videos verfolgt. Und heute testen wir die einfach mal. So, bleibt dran, bleibt spannend. Ja, das ist unser Problemkind. Das ist eine Feder. Die war in so einem, oder ist in so einem Wohnzimmersessel ansässig. Und nun gibt es eben das Problem, hier ist eine Seite von der Lasche abgebrochen. Was kann man jetzt tun? Also so eine Feder, die ist bis zum bestimmten Grad elastisch. Und wenn man die ein bisschen überstrapaziert, dann kann man die plastisch verformen. Und man nehme jetzt einfach eine Windung und die muss man jetzt, ist nicht so ganz leicht. Ja? Ich habe hier so einen Seitenschneider von so einem Feinmechaniker-Werkzeug. Ich hoffe, der Vorführeffekt funkt mir jetzt nicht so dazwischen. Dann kann man hier quasi eine Seite so richtig überdehnen. Mal gucken, ob es mir gelingt. Ich halte den Rest mal hier fest. So, eine halte ich stabil. So. Also ihr seht, ich habe hier bewusst einen Gang dieser Feder bewusst überdehnt, in die richtige Richtung gebogen und jetzt kann ich das Ganze eigentlich wieder da einhängen, wo es hingehört. Und wenn ihr jetzt am Wochenende auf dem Sonntag, wenn euch sowas kaputt geht, dann steht er erstmal da, aber mit dem Trick kann man das eben ganz schnell lösen und ihr wisst ja, nichts hält besser als ein Provisorium und vor allem auch länger. Ja, jetzt geht's mit dem Cusi-Löten weiter. Ich habe mein Schweißgerät schon mal startklar gemacht hier mit 80 Ampere. Dann habe ich hier ein paar Proben für eine Ecknaht vorbereitet. Alles metallisch blank gemacht. Ihr wisst ja, metallisch blank ist Löt für Löten und Schweißen immer eine gute Sache. Im Gegensatz zum Konto, da ist blank nicht ganz so gut. Da sollte man immer ein bisschen Zunder drauf haben, sonst schlägt der Dispo zu. Aber hier sind wir ja beim Schweißen und da wollen wir metallisch blank. Und jetzt nehme ich meinen Zusatz und versuche hier mal ein bisschen was hinzubekommen. Wir werden sehen. We'll be right back.
die ersten Versuche mal kurz betrachtet. Ihr seht hier links, war ich ein bisschen kalt am Anfang mit meinen 80 Ampere. Bin dann nochmal 20 Ampere hochgegangen. Und siehe da, das lief halbwegs gut, ja. Und sieht schön golden aus. So. Und jetzt machen wir nochmal hier auf der Gegenseite so eine kleine Kehle. Da hatte ich es ja auch metallisch blank gemacht. Da machen wir jetzt auch nochmal eine Runde. Nachdem ich auch da in der Kehle ein bisschen kalt war, bin ich nochmal rübergegangen. Dann ist es auch gut verlaufen. Also man muss wirklich aufpassen, dass man dann nicht zu kalt wird. Und wie gesagt, hier, das ist die Ecknaht. Die ist ganz okay, bis auf den kalten Start hier. Ja, coole Sache. So, und jetzt die Frage, wofür ist das gut? Also es sieht erstmal ziemlich genial aus. Hält aber nicht viel, weil es ja eben nur gelötet ist. Ja, und man kann natürlich Leute zu Hause beeindrucken mit nicht vorhandenem Reichtum, indem man sich so einen Wohnzimmertisch draus baut und sagt, ich habe hier Lötverbindungen an meinem Wohnzimmertisch aus purem Gold. Nein, aber Spaß beiseite. Der fachkundige Hobbybastler weiß natürlich, dass das ein Messinglot ist und eben diesen goldenen Look hat. Und die Naht an sich wird nicht rosten, aber man müsste sich jetzt eben was einfallen lassen, dass dieser Stahl hier nicht wegrostet, ja. Da muss man sich was überlegen, vielleicht mit einem Klarlack oder sowas, wenn man da jetzt was draus bauen will. Und es ist eigentlich für dünne Materialien sinnvoll. Eine richtig goldige Folge vom Spreewälder geht heute zu Ende. Wir haben ein bisschen Kusi gelötet. Ja, schön golden. Für Dekozwecke auf jeden Fall in Ordnung, wenn man nicht zu viel Hitze reinbringen will. Aufpassen muss man am Anfang, man darf nicht zu kalt sein. Also man muss doch das Wickgerät heißer aufdrehen als erwartet oder einen höheren Strom einstellen, als ich es erwartet hatte. Das war so meine persönliche Überraschung dabei. Wie gesagt, diese Kaltstelle hier vorne, das war das Ergebnis. Und ansonsten, wenn man die Temperatur gefunden hat, geht es ja eigentlich. So, für die Deko-Leute unter euch, für die Möbelbauer, vielleicht eine spannende Geschichte. Man braucht immer eine halbwegs große Fläche, damit es auch ein bisschen was aushält. Richtig geschweißt, das hält natürlich mehr aus, ist klar, weil hier löten wir ja nur und da wird der Grundwerkstoff ja eben nicht mit aufgeschmolzen. So, das war's für heute vom Spreewälder. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Schaltet wieder mit ein und bis dahin sage ich ciao.